Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 25, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Wer gegen VW klagt, darf Ministerin Puttrich nicht aus der Verantwortung nehmen, Drucksache 19/3847 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das hessische Kabinett hat aus unserer Sicht zu Recht Klage gegen VW eingereicht, weil VW-Verantwortliche im Zuge des Abgasskandals möglicherweise gegen Mitteilungspflichten verstoßen haben und Hessen deswegen einen Schaden in Höhe von 3,9 Millionen Euro erlitten hat, in der Versorgungsrücklage erlitten hat. Finanzminister Dr. Schäfer hat die Klage wie folgt begründet. Wir müssen aussichtsreiche Ansprüche, die durch schlechtes Krisenmanagement entstanden sind, auch geltend machen. So in seiner Pressemitteilung vom 16. September dieses Jahres. Und genau, meine Damen und Herren, genau dieser Maßstab muss auch gegenüber Mitgliedern der Landesregierung gelten, die Schaden verursacht haben, meine Damen und Herren. Genau dieser Maßstab. Unstreitig und unabwendbar sind dem Land Hessen und damit den Steuerzahlern rund 3 Millionen Euro Schaden an Anwalts- und Gerichtskosten durch die erfolgreiche Klage von RWE gegen die rechtswidrige vorläufige Stilllegung der Atomkraftwerke in Biblis entstanden. Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Schlagzeilenträchtig eine Klage gegen VW ankündigen, aber die eigene Parteifreundin schonen, deren Management mindestens so schlecht war wie das von den VW-Verantwortlichen. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Amtspflichten verletzt, ist für den Schaden verantwortlich, der daraus entsteht. So können Sie das in § 48 Beamtenstatusgesetz nachlesen. Meine Damen und Herren, und wer wie Frau Puttrich aus rein politischen Gründen, weil es standen ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und Kommunalwahlen in Hessen an, wer aus rein politischen Gründen auf eine notwendige Anhörung verzichtet, um die Sache zu beschleunigen und damit sozusagen das Tor öffnet für erfolgreiche Klagen, meine Damen und Herren, der handelt vorsätzlich, zumindest handelt er grob fahrlässig. Deshalb muss endlich gegen Frau Puttrich Klage eingereicht werden, denn es droht Verjährung. Rechtliche Schritte gegen Frau Puttrich sind längst überfällig. Ich befürchte, dass das Land sich schon jetzt auf eine Verjährungseinrede gefasst machen muss. Deshalb muss das Kabinett endlich die rechtlichen Schritte gegen Frau Puttrich einleiten. Meine Damen und Herren, was wäre das für ein Staat, der erfolgreich gegenüber Polizeibeamten Schadensersatz geltend machen kann, weil die bei ihrem Dienstfahrzeug Diesel anstelle Benzin getankt haben? Erfolgreiche Klagen, OVG Lüneburg, können nachlesen, VG Koblenz, die gesagt haben, es liegt eine Pflichtverletzung vor, die zu Schadensersatz führt, weil Polizeibeamte Diesel statt Benzin getankt haben, der Motor kaputt gegangen ist, meine Damen und Herren. Eine Ministerin aber davonkommt, die mindestens so grob fahrlässig gehandelt hat wie diese Menschen, die möglicherweise durch eine Alltagsabblendung oder durch Unaufmerksamkeit das falsche Benzin getankt haben oder den falschen Kraftstoff getankt haben. Meine Damen und Herren, was wäre das für ein Staat, gegen Polizeibeamte erfolgreich vorzugehen und eine Ministerin zu schonen? Wo sind wir denn?
Da sollten Sie wirklich mal drüber nachdenken, was das ein Bild, was das für ein Bild ist, was das für ein Bild ist, meine Damen und Herren. Ministerin Puttrich hat gegen den Rat ihres Abteilungsleiters, hat nach Remonstration der Atomabteilung und gegen den Rat des Justizministeriums, deren Stellungnahme wurde in den Papierkorb geworfen, meine Damen und Herren, festgelegt und vorgegeben, keine Anhörung von RWE durchzuführen, meine Damen und Herren. Und eben ruft die Ministerin dazwischen, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Dann will ich doch mal, ich bin ja immer auf Zwischenrufe der Regierungsbank, das stimmt doch nicht, freue ich mich immer. Weil jetzt werden wir mal wieder den Wahrheitstest antreten an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Diesmal brauche ich keine blaue Mappe, ich habe es hier sozusagen festgelegt. Dazu erinnere ich noch einmal die Aussage des Atomableitungsleiters im Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren. Ich zitiere: Die Entscheidung, auf die Anhörung durch das Hessische Ministerium für Umwelt usw. so zu verzichten, wörtlich Zitat, ist nicht aufgrund einer Beratung der Fachabteilung erfolgt. Sie ist der Fachabteilung von der Hausleitung vorgegeben worden, meine Damen und Herren. Da rufen Sie dazwischen, das stimmt doch nicht. Ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem Zitat. Das wird ja noch schlimmer, meine Damen und Herren. Und vor dem Untersuchungsausschuss, das war jetzt ein Zitat aus den Akten, und vor dem Untersuchungsausschuss hat er bekräftigt, Zitat, Frau Ministerin hatte gesagt, nein, die Empfehlung, die Routine, jetzt mache ich die Klammer auf, der Fachabteilung, wieder Klammer zu, wörtliches Zitat wieder von Herrn Finke, wir machen keine Anhörung. Ihr in der Fachabteilung, so die Ministerin, ihr in der Fachabteilung bringt eine Formulierung, die diesen Verzicht, dieses Absehen von der Anhörung sozusagen rechtfertigt und verteidigt, meine Damen und Herren. Und da kann ich wirklich nur sagen, vorsätzlicher geht es nicht mehr. Und das haben Sie zu verantworten und niemand anderes. Alleine dieser Formmangel hat mindestens 3 Millionen € Schaden verursacht. Es droht, das wissen alle, sogar ein noch viel höherer Schaden. Wir sehen, was das Landgericht in Essen am Ende entscheiden wird. Und die dafür Verantwortlichen müssen endlich haftbar gemacht werden. Und Frau Puttrich darf nicht aus durchsichtigen Gründen geschont werden. Sie soll aber anscheinend geschont werden, weil sonst auch Ministerpräsident Bouffier verstärkt in den Blickpunkt rückt. Denn er war es ja, der zusammen mit Frau Bundeskanzlerin Merkel an Recht und Gesetz vorbei den Ausstieg verkündete, nachdem man noch wenige Wochen zuvor die Laufzeiten von Atomkraftwerken mit der Begründung verlängert hat, es sei alles sicher in Deutschland. Frau Puttrich ist noch das Schutzschild für den Ministerpräsidenten. Aber anscheinend soll sie nun doch aus der Schusslinie gezogen werden, weil die kritischen Veröffentlichungen nehmen ja zu. Ich meine, das merken Sie ja selbst an der Presseresonanz. Und deswegen fragen Sie, Herr Ministerpräsident, stimmen denn die Gerüchte, dass Frau Puttrich möglicherweise als Nachfolgerin ihres Kumpels Schwarz bei der OFAG untergebracht werden soll, meine Damen und Herren? Das interessiert uns mal. Ausgerechnet bei der Energiewirtschaft. Ich bin mal gespannt. Das Unternehmen sollte schon einmal Rückstellungen binden für künftige Entscheidungen der Ministerin. Tarek Al-Wazir lacht auch. Wo sind eigentlich die GRÜNEN bei der Debatte? Herr Al-Wazir hat noch vor 3,5 Jahren gesagt, es sei unglaublich, welche Fehlentscheidung die Ministerin getroffen hat. Sie sei nicht in der Lage, ein Verfahren sorgfältig und rechtssicher durchzuführen, hat er gesagt. Und es war sicherlich ein Fehler, auf ein Anhörungsverfahren zu verzichten und keine ausreichende Begründung anzuführen, so Herr Tarek Al-Wazir. Meine Damen und Herren, ich will auch noch einen mündlichen Änderungsantrag einbringen, weil bei uns hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und das ist der Unterschied zu Ihnen. Wir hören auf juristischen Rat. In dem Fall sogar als Heppenheimer sogar auf den juristischen Rat von einem Bensheimer aus der FDP-Fraktion, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich einen mündlichen Änderungsantrag einbringen. Die Formulierung im Antragstext Zeile 4 und 5 gemäß, jetzt zitiere ich gemäß § 91 Abs. 1 Hessisches Beamtengesetz
soll gestrichen werden. In der Begründung unseres Antrags soll im dritten Absatz die Formulierung gemäß § 91 Absatz 3 des Beamtengesetzes gestrichen werden. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung. Inhaltlich hat sich gar nichts geändert. Also, da brauchen Sie keine Formaldebatte zu führen. Inhaltlich hat sich gar nichts geändert. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, CDU und GRÜNE können diesen Antrag ablehnen. Sie können zunächst verhindern, dass ein unabhängiges Gericht endlich einmal über diese Frage entscheidet. Aber, meine Damen und Herren, Sie werden dann vor der Frage stehen, ob der Ministerpräsident, der Finanzminister, die Justizministerin, die Umweltministerin sich der Untreue schuldig machen. Meine Damen und Herren. Deswegen sage ich Ihnen, die Frage bleibt auf der Tagesordnung, ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Fürs Protokoll. Der mündliche Änderungsantrag ist hier beim Präsidium auch eingegangen, in schriftlicher Form. Und als nächsten Redner rufe ich auf Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das, was Sie heute Morgen ausgeführt haben, Herr Kollege Schmidt, aber auch schon die Überschrift in Ihrem Antrag von heute Morgen, ist eine einzige Unverschämtheit, die ich im Namen meiner Fraktion entschieden zurückweisen will. Sie vergleichen zwei Vorgänge, die Veräußerung der VW-Aktien und die Stilllegungsverfügung, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Frau Ministerin Puttrich hat keineswegs, wie Sie sagen, aus rein politischen Gründen auf eine Anhörung verzichtet. Ich werde Ihnen nachweisen und aufgrund der Aussagen im Untersuchungsausschuss deutlich machen, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig, sondern wohl abgewogen entschieden hat. Das ist der Unterschied, das ist die Wahrheit zu dem, was Sie heute Morgen vorgetragen haben. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat, wie wir alle wissen, am 27. Februar 2013 in seinem Urteil die Stilllegungsverfügungen als rechtswidrig bezeichnet, und zwar aus formellen Gründen wegen der fehlenden Anhörung und aus materiellen Gründen wegen der Rechtsgrundlage und auch der Begründung. Der Untersuchungsausschuss UNA 19.1 im März 2014 vom Hessischen Landtag eingesetzt mit dem Auftrag, verschiedene Fragen zu dieser rechtswidrigen Stilllegungsverfügung zu klären, kommt zu folgendem Schluss. Und damit ist das, was Sie vorgetragen haben, schon klar widerlegt. Ich zitiere, der Ausschuss ist nach umfangreicher Beweisaufnahme davon überzeugt, dass keiner der damals Verantwortlichen in Hessen leichtfertig oder unbedacht bei der vorübergehenden Stilllegung von Biblis A und B handle. Das widerlegt das, was Sie heute Morgen hier vorgetragen haben, meine Damen und Herren. Dass Sie sich möglicherweise daran stören, dass die Mehrheit im Ausschuss zu dieser Auffassung gekommen ist, mag so sein. Das ändert aber nichts daran, dass wir die Tatsachen bewertet haben und deswegen zu diesem Schluss gekommen sind. In diesem Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, saßen über mehrere Monate 14 Mitglieder dieses Landtags zusammen. Wir haben stundenlang in insgesamt 17 Sitzungen 20 Zeugen zu den Vorgängen vom 11. März, das war der Tag des Unglücks in Fukushima, und bis zum 18. März, das war der Tag der Versendung der Hessischen Stilllegungsverfügung, untersucht. Wir beide, Kollege Schmidt, waren Mitglied in diesem Untersuchungsausschuss. Wir haben die Zeugen sehr genau uns angehört und unsere Wertung mit den anderen Kollegen zusammengemacht. Dabei haben sich eindeutig folgende Erkenntnisse ergeben. Zum einen zu der materiellen Seite. Der damalige Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen hat dem Ausschuss bestätigt, dass die vorübergehende Stilllegung der sieben älteren Kernkraftwerke, also das sogenannte Moratorium,
im Bundesumweltministerium erarbeitet wurde, genauso wie die Rechtsgrundlage der § 19 Absatz 3 Atomgesetz. Und das Ganze in den ersten Tagen ganz ohne die Länder. Aus Sicht des Hessischen Umweltministeriums und der Hessischen Landesregierung leitete der Bund bereits mit dieser Sachentscheidung für das Moratorium die Sachkompetenz auf sich über und bestätigte dies erneut am Nachmittag des 15. März, als er den Ländern im Bundesumweltministerium die Verfahrensweise genau vorgegeben hat. Warum sage ich das so deutlich? Ich will damit Folgendes herausarbeiten. Auch wenn der Hessische Verwaltungsgerichtshof die fehlende Anhörung als formell rechtswidrig beurteilte, ist entscheidend, dass die Stilllegungsverfügungen nach dem Dafürhalten des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes auch materiell rechtswidrig waren. Für die fehlerhafte Rechtsgrundlage und die Begründung trägt nach Auffassung des Ausschusses das Bundesumweltministerium die Verantwortung. Das ist ein entscheidender Punkt. Und nun zu der fehlenden Anhörung, Herr Kollege Schmidt. Da hat sich ja nun Ihre Ausführungen im Wesentlichen damit beschäftigt. Dazu nimmt der Abschlussbericht UNA 19.1 wie folgt Stellung. Der Ausschuss stellt fest, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme das Absehen von der Anhörung der RWE Power AG im Zeitraum 16. bis 18. März seine Grundlage in der Bewertung und Beratung durch die zuständige Fachabteilung im Hessischen Umweltministerium sowie eines hinzugezogenen Rechtsanwaltes fand. Die Entscheidung der damaligen hessischen Umweltministerin folgte der Verfahrensweise der übrigen betroffenen Bundesländer, von denen keines eine Anhörung durchführte. Hessen beschritt hier also keinen Sonderweg, sondern handelte wie die anderen Länder auch. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, meine Damen und Herren. Und wir haben ja nun alle diese Zeugenaussagen vor uns liegen und können das sehr wohl anhand dieser Dinge bewerten. Aus den Zeugenaussagen mehrerer Mitarbeiter der Fachabteilung des Umweltministeriums ergab sich übereinstimmend, dass man es für rechtlich vertretbar hielt, auf eine Anhörung der RWE Power AG nach § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz zu verzichten. Warum? Sinn und Zweck einer Anhörung, meine Damen und Herren, ist ja gerade einem Adressaten eines Verwaltungsaktes quasi früh genug vorab vor einem überraschenden Eingriff einer Behörde zu schützen und ihn zu unterrichten. Die genannten Zeugen aus der Fachabteilung, und das können Sie gerne noch einmal nachlesen, begründen ihre Einschätzung, auf eine Anhörung verzichten zu können, mit folgenden Punkten. Erstens. RWE Power AG sei erstens über die Rechtsgrundlage des § 19 Atomgesetz informiert, zweitens über die der Begründung zugrunde liegenden Tatsachen und drittens auch über den Zeitpunkt der beabsichtigten Stilllegung. Zudem habe viertens die RWE Power AG gegenüber der Presse ausdrücklich darauf hingewiesen, den Anordnungen Folge leisten zu wollen. Und es ist doch, spricht doch für sich, meine Damen und Herren, dass bereits am 15. März RWE in einer Pressemitteilung geschrieben hat, RWE fährt Biblis ab, und sogar am 16. März, zwei Tage bevor die Stilllegungsverfügung das Hessische Umweltministerium verließ, in einer Betriebserlangung genau das den Beschäftigten auch zur Kenntnis gegeben hat. Das zeigt doch, dass es mehrere gute Gründe gab für die Auffassung der Fachabteilung. Eine Anhörung wäre wohl nur eine bloße Formalie gewesen, die das Verfahren um mehrere Wochen verzögert, aber am Ergebnis nichts geändert hätte. Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus stand sogar in dieser Stilllegungsverfügung folgender Passus. Ich zitiere: Von einer förmlichen Anhörung nach § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz konnte abgesehen werden, weil sie vorliegend nicht geboten erscheint. Die wesentlichen Inhalte dieser Anordnung sind Ihnen bereits bekannt, und Sie haben sich bereits diesbezüglich gegenüber den öffentlichen Medien zu unserer Kenntnis geäußert. Das spricht doch für sich, meine Damen und Herren, und zeigt deutlich, dass es hier eine klare Abwägung gegeben hat. Frau Ministerin Puttrich sagte in ihrer Zeugenvernehmung,
Und das ist nun sehr wichtig, meine Damen und Herren, weil es deutlich macht, wie die Dinge dort in diesen Tagen behandelt wurden. Sie sagte in ihrer Zeugenvernehmung, dass sie ein – ja, es passt Ihnen vielleicht nicht, meine Damen und Herren, aber das ist das, was Frau Buttrich vorgetragen hat, und das ist das, was unsere Wertung auch entsprechend hier deutlich macht. Frau Buttrich sagte in ihrer Zeugenvernehmung, dass sie einen offenen Prüfauftrag, ob auf eine Anhörung verzichtet werden könne, gegeben habe. Wörtlich, ich zitiere, der Prüfauftrag war für die Fachabteilung offen, das Ergebnis war nicht vorgegeben. Klarer Widerspruch zu dem, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Kollege Schmidt. Und abschließend sagte Frau Buttrich, ich zitiere, ich bin den Vorschlägen der Fachabteilung, wie sie mir entsprechend vorgetragen wurde, gefolgt. Die Zeugin Buttrich hat im Übrigen in ihrer Vernehmung auch glaubhaft geschildert, dass bei einer anderen rechtlichen Bewertung durch die Fachabteilung auf eine Anhörung nicht verzichtet worden wäre. Auch das gehört in diesen Zusammenhang. All diese Aussagen belegen, dass sich die Fachabteilung, der beratende externe Fachanwalt und Frau Ministerin Buttrich umfassend und verantwortungsvoll um die Frage einer förmlichen Anhörung gekümmert haben und vor Abfassung der Stilllegungsverfügung zu einer umfassenden Wertung und Entschlussfassung gekommen sind. Deshalb weise ich die Behauptung der SPD, es liege eine vorsätzliche oder gar oder grob fahrlässige Amtspflichtverletzung vor, entschieden zurück. Es ist falsch, meine Damen und Herren. Frau Ministerin Buttrich hat zum Zeitpunkt der Entscheidung verantwortungsvoll alle Fakten abgewogen und nachvollziehbar entschieden. Ihr ist kein Verschulden, weder fahrlässig noch gar vorsätzlich vorzuwerfen. Deshalb ist der von der SPD aufgebrachte Schadensersatzanspruch absurd. Er ist nicht Kollege nur absurd, Arnold, Sie müssen meine bitte Damen und zum Herren, Schluss kommen. Er ist auch, Herr Kollege Schmidt, darüber hinaus eine Rufschädigung. Die SPD sollte ihr parteipolitisch motiviertes Manöver endlich einstellen. Es ist nicht glaubwürdig, was Sie hier vortragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Erst einmal zwei grundsätzliche Bemerkungen, gerade im Hinblick auf die Rede von Herrn Arnold. Also, wenn Sie hier sagen, es war rufschädigend, da muss ich ja schmunzeln, weil es gibt ja bei diesem Vorgang genau zwei Möglichkeiten. Die eine war, es war Vorsatz, und die andere war, es war Inkompetenz. Und Sie sagen ja, es war Inkompetenz. Von daher, Kollege Arnold, würde ich sagen, klassisches Eigentor. Und als Ministerin Buttrich würde ich sagen, Herr Arnold, wir gehen mal Kaffee trinken. Ich erkläre Ihnen mal, wie eine Verteidigungsrede geht. Und dann möchte ich jetzt mal mit der zweiten grundsätzlichen Sache aufräumen, Herr Arnold. Die Frage, wie ist es denn mit der Wahrheit hier in diesem Plenum? Sie können sich hier hinstellen, können sagen, der Bericht ist mit Mehrheit angenommen, und Mehrheit ist gleich Wahrheit. Aber das ist ein falsches Demokratieverständnis, Herr Arnold. Und darum möchte ich einmal zu den Fakten zurückkommen. Nach dem Nebelkerzenwerfen hier, um was geht es heute eigentlich? Was will die SPD mit ihrem Antrag hier? Und vielleicht noch einmal deutlich, weil der Kollege Kaufmann kommt ja nach mir und er wird sicherlich ein bisschen kompetenter auf den Sachverhalt eingehen und dann mir auch in vielen Dingen recht geben. Da bin ich fest von überzeugt. Darum, Herr Kaufmann, Sie können das ja dann alles noch einmal sozusagen für mich hier bestätigen, was ich sage. Es geht bei dem Sachverhalt erst einmal um 3 Millionen €.
Schaden, der dem Land entstanden ist, aus dem Vorgang heraus, den die Ministerin zu verantworten hat, den wir nicht hätten und den wir auch niemand anders aufdrücken können. Also der Schaden ist da, und er bleibt bei uns. Das ist definitiv. Das ist der erste Sachverhalt. Der zweite Sachverhalt ist, es gibt eine Verjährung. Es gibt eine Verjährung, die beginnt zu laufen in dem Moment, wo wir Kenntnis davon haben. Wir haben Kenntnis davon, von dem Sachverhalt, und die Verjährung wird voraussichtlich oder wird Ende dieses Jahres enden. Die wird im Dezember dieses Jahres enden. Das heißt, es ist Handlungsbedarf. Und darum ist es auch zeitlich gerechtfertigt, dass wir heute dieses Thema diskutieren. Und die Landesregierung muss sich auch immer darüber im Klaren sein, sollte sie nicht handeln, wird sie vielleicht selbst einmal zur Verantwortung gezogen. Darum ist es auch ein hohes Interesse der Landesregierung, an der Stelle zu handeln. Das ist der zweite Sachverhalt. Und was ist denn daran so schlimm, wenn man sagt, das Beispiel kam ja auch, wenn ein Polizist ein Dienstvergehen macht, dann wird es auch überprüft mit dem Disziplinarverfahren, dann wird geschaut, wie ist denn der Sachverhalt? Und wenn ich jetzt in den NSU-Untersuchungsausschuss mich zurückversetze und feststelle, dass da auch politisch bedingt womöglich ein Disziplinarverfahren gar nicht durchgeführt worden ist, da scheint es doch politische Setzungen zu geben in dieser Landesregierung bei der Frage, wo gucken wir hin und wo gucken wir nicht hin. Und das kann nicht sein. Und Sie sind ja auch immer gut darin, mit dem Finger auf andere zu deuten, liebe Kollegen der Union. Und es scheint ja hier auf der Regierungsbank auch Unruhe ausgebrochen zu sein, weil Sie womöglich einmal mit den Realitäten konfrontiert haben und sich nicht mehr in Ihren... Ja, das ist gut, das sind immer die Kommentare, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Es zeigt also, Sie sind getroffen. Aber zum... Kolleginnen und Kollegen, würden Sie bitte den Redner wieder zu Wort kommen lassen? Und die Regierungsbank verhält sich ganz ruhig, da kann ich das zumindest anordnen. Ich meinte Ihren Nachbar, Herr Wintermeyer. So, dann wäre es ja schön, dass der Ministerpräsident nicht gegangen wäre, weil ich hätte jetzt gerne noch zwei Sätze zu ihm gesagt. Weil, wenn wir jetzt einmal zu der Aufklärung des eigentlichen Sachverhaltes kommen, dann ist ja die Frage der Anhörung ein zentraler Punkt. Das ist ja klar geworden. Und dann ist die Frage, ist das Thema Anhörung politisch bedingt gewesen oder war es Inkompetenz, auf die Anhörung zu verzichten? Das ist ja das, dem wir uns zwingend nähern müssen. Und wenn man sich den E-Mail- und Telefonverkehr und die Austausch zwischen Staatskanzlei und Umweltministerium während des Untersuchungsausschusses angesehen hat, dann wäre mein erster Verdacht gewesen, man hat in der Staatskanzlei politisch vorgegeben, wie es laufen müsste. Aber im Untersuchungsausschuss selbst hat ja die Frau Puttrich, Parteisoldatin wie sie ist, alle Schuld auf sich genommen. Das habe ich sehr bedauert, aber sie hat es nun einmal gemacht. Also muss ich jetzt davon ausgehen, es war tatsächlich nicht von der Staatskanzlei vorgegeben, sondern es war ihre eigene Entscheidung, völlig unabhängig vom Ministerpräsidenten, hat sie sich dazu entschieden, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt ist die Frage, war die Entscheidung politisch bedingt? Was gibt es denn für einen hinreichenden Hinweis, dass es so gewesen sein könnte? Ich sage es einmal ganz deutlich. Wir wissen, es gibt klare Bedenken oder auch die Hinweise, es nicht zu tun, aus der Fachabteilung des Umweltministeriums und vom Justizministerium. Klare Hinweise, über die man sich hinweggesetzt hat. Und warum war es denn aus meiner Sicht ein ganz deutlicher Hinweis, warum war es denn politisch? Warum war es denn politisch? Das Justizministerium hat ihm mit seinem Vermerk, und das war auch unstrittig, hingewiesen, man hätte den Fehler heilen können, indem er die Anhörung nachholt. Auch das war bekannt. Aber auch dieses Nachholen hat man nicht gemacht. Und spätestens hier kann man nicht mehr von einem Versehen reden. Es war klar, man hätte es nachholen können, und auch das hat man nicht gemacht. Und darum war es aus meiner Sicht ein ziemlich klarer Hinweis, dass es eine rein politische Setzung war und dass man auch hier klar überprüfen muss, wo liegt die Verantwortung der Ministerin. Und dass man das heute nicht tut, ist wieder eine politische Entscheidung. Und dann noch einmal zum Abschluss. Es ist doch ganz klar, dass die Anhörung signifikanten Einfluss hat
auf das, was jetzt auf das Land Hessen zukommt. Also unabhängig von den 3 Millionen, da bin ich absolut bei der SPD, die kriegen wir nicht mehr los. Da müssen wir sehen, wo kriegen wir die wieder zurück, wenn es hier massive Fehler gab. Aber diese Anhörung, das Brutale ist ja, dadurch, dass diese Anhörung nicht durchgeführt worden ist, haben wir zwar ein Urteil, in dem man sich nicht nur auf den formalen Fehler bezogen hat, sondern auch gesagt hat, die Grundlage, Rechtsgrundlage, also man hat auch materiell verloren. Das haben wir gesagt bekommen im Urteil. Das ist ja richtig. Das ist der erste Teil der Argumentation der Union. Aber der zweite Teil, dass wir das Urteil überprüfen lassen wollten und die Überprüfung aus formalen Gründen nicht zugelassen wurde, ist ein klarer Hinweis darauf, wie wichtig der Verzicht auf die Anhörung und der formale Fehler am Ende war. Wir waren nicht mehr in der Lage, das Urteil zu überprüfen. Und darum ist es natürlich signifikant ein Fehler von Ihnen und die Rechtsfolgen, womöglich, dass wir Millionen, Hunderte Millionen von Schadensersatz zahlen müssen. Das ist ganz allein Verantwortung von Frau Puttrich, da ja der Ministerpräsident damit gar nichts zu tun hatte, was er glaubhaft versichert hat und die Ministerin auch glaubhaft zugestanden hat, was so ein bisschen der Lebensrealität widerspricht. Aber so ist es nun einmal, und darum sind wir als Freie Demokraten der Meinung, dass man das, was die SPD hier beantragt hat, wenn man den Schaden von Hessen abwenden will, dem unbedingt zustimmen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben es gerade erlebt. Wenn es schlecht läuft, dann zelebriere ich die große Aufregung. Das hat der Kollege Schmidt vorgeführt, und er hat die Klamaukgrenze mehrfach überschritten. Meine Damen und Herren, uns ist das Thema viel zu wichtig, und deswegen rede ich über das, worum es uns wirklich geht, gerade uns Grünen. Und ich wiederhole es gern und mit Nachdruck. Es ist gut und richtig, dass Deutschland den Irrweg der Stromerzeugung durch Atomspaltung endlich verlässt und in Hessen kein AKW mehr in Betrieb ist. Damit haben wir eine wesentliche Etappe geschafft, sind aber noch nicht an dem Ziel, das wir GRÜNE uns seit Gründung unserer Partei vorgenommen haben. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt zum einen mit der möglichst gefahrlosen Beseitigung der Nachwirkungen der strahlenden Vergangenheit, und zum anderen beschäftigen wir uns besonders engagiert mit der energiewirtschaftlichen Zukunft als einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Wie gut wir alle zusammen diese zweitgenannte Aufgabe lösen auf unserem Globus insgesamt, das bestimmt das Schicksal von uns allen. Meine Damen und Herren, leider beschäftigen sich nicht alle politischen Kräfte vorrangig mit diesen Zukunftsthemen. Wie an dem vorliegenden Antrag deutlich zu erkennen ist, beschäftigt sich die SPD lieber der Vergangenheit. Meine Damen und Herren, so sei es halt. Also schaue ich auch kurz zurück. Und ich wiederhole mit Nachdruck, dass es ein massiver politischer Fehler der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung war, den von Rot-Grün mit der Atomwirtschaft im Konsens 2010 rechtssicher vereinbarten Atomausstieg ohne Not aufzukündigen. Damit begann das Desaster auch für Hessen. Und die anschließende Rücknahme dieser Fehlentscheidung im März 2011 ist und bleibt aus unserer Sicht richtig, auch wenn sie im Hauruck-Verfahren erfolgte und dabei Fehler passiert ist. Und wenn es heute um Schadensersatz geht, dann ist doch zuallererst den Forderungen der Atomindustrie entgegenzutreten. Unsere Regierung kämpft gegen die unverschämten Ansprüche der Energiekonzerne. Und eigentlich, so sollte man denken, müssten da doch alle zusammenstehen. Das sage ich insbesondere auch in Richtung SPD. Das ist aber, wie wir gehört haben, leider nicht der Fall. Leider nicht der Fall. Und so muss man sich dann doch fragen, für wessen Interessen die SPD in dieser Debatte eigentlich steht und welches Ziel sie mit ihrem Antrag verfolgt.
ich bitte um Nachsicht, aber ich bin schon verwirrt, wenn Sie Schadensersatz, gegenüber VW hier geltend machen. Und zum anderen aber haben wir wenig darüber gehört, außer so ein paar Bemerkungen von Herrn Schmidt, dass er es richtig findet. Aber im Text des Antrags findet sich dazu kein einziges Wort. Meine Damen und Herren, wie ist denn die Haltung der SPD? Und wenn Sie es selber zum Thema machen, dann müssen Sie doch auch genauer etwas darüber sagen. Wie ist denn Ihre Haltung zu den betrügerischen Handlungen des Autokonzerns VW gegenüber seinen Kunden und der Öffentlichkeit? Die Frage ist doch spannend, gerade wenn wir auch. Kolleginnen und Kollegen, aber Ihnen hilft das auch. Also bitte hören Sie dem Redner zu. Gerade wenn wir nach Niedersachsen schauen, wird die Frage doch noch spannender. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wie sehen Sie denn nun eigentlich diesen Punkt, den Sie selbst auf die Tagesordnung gesetzt haben? Sie finden es richtig, dass Hessen Schadensersatz erfordert. Aber Ihr eigener Parteifreund, der Ministerpräsident in Hannover und zugleich Aufsichtsratschef von VW, der verspricht zwar öffentlich Aufklärung, doch im Monatsrhythmus kommen neue Erkenntnisse über weitere Betrugsmanöver ans Licht, und von Schadensersatzforderungen ist dort überhaupt keine Rede. Insoweit sollte man dann nicht mit zweierlei oder mehrerlei Maß messen. Zum Thema VW. Zum Thema VW stellen sich doch spannende Fragen und ist aus meiner Sicht deutlich stärker als zu Biblis. Denn zu Biblis hatten wir bereits einen Untersuchungsausschuss. Und wir haben am 22. Juni in diesem Jahr, das ist noch nicht so lange her, ausgiebig im Plenum über die Fragen im Zusammenhang mit der Stilllegung von Biblis A und B und dem Abschlussbericht diskutiert. Eigentlich auch abschließend diskutiert. Deswegen kam in der Rede des Kollegen Schmidt und auch beim Kollegen Rock ja keinerlei Neuigkeiten, keine neuen Fakten mehr zutage. Und schon in der damaligen Debatte, sehr richtig, Kollege Schmidt, hatten Sie gefordert, exakt dasselbe, was jetzt im Antrag steht, nämlich Sie hatten gefordert, den Schadensersatz einzufordern. Die Frage ist nur, schon damals wurde dem nicht gefolgt. Und warum Sie es jetzt wieder beantragen, kann ich nur erklären, mit dem pädagogischen Wiederholungsprinzip, dass Sie uns diese Drucksache sozusagen zur neuerlichen Debatte bescheren. Und das ist vielleicht die Verbindung nach dem alten VW-Prinzip des Käfers und läuft und läuft und läuft. Meine Damen und Herren, der UNA zu Biblis hat im Übrigen im Einvernehmen aller Beteiligten festgestellt, dass die Entscheidung, auf die Anhörung zu verzichten, von Frau Ministerin Puttrich persönlich getroffen wurde. Das steht im Bericht. Und das war von mir in der angesprochenen Debatte auch ausführlich dargestellt worden. Und in diesem Punkt der Antragsbegründung hat die SPD recht. Aber die ist halt auch überhaupt nicht neu. Und schon der Folgesatz in ihrer Begründung, dass dies aus rein politischen Gründen geschah, enthält eine Einschätzung. Das mag man so treffen. Aber ich ergänze, es kann doch aber keinen Vorwurf enthalten. Es ist doch selbstverständlich, dass bei einer Entscheidung einer Ministerin zumindest auch politische Gründe eine Rolle spielen müssen. Schließlich ist das doch genau ihre Aufgabe, den politischen Willen umzusetzen. Und dass es damals bei der Bevölkerung, aufgerüttelt durch die Berichte aus Japan, allgemeiner und auch allseitiger politischer Wille in den Parteien gewesen ist, rasch aus der Atomenergie auszusteigen, kann doch ernsthaft nicht bestritten werden. Ich hoffe übrigens, und der Kollege Schmidt gibt mir da sehr zu denken, ich hatte eigentlich gehofft, dass das heute bei allen Parteien immer noch so ist. Herr Kollege Schmidt, bestreiten Sie das? Meine Damen und Herren, kommen wir noch zu den Fehlern, die bei der Umsetzung des politischen Willens gemacht wurden. Auch das ist im Ergebnis bekannt durch die rechtskräftige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Und ihre Bestätigung durch das Bundesverwaltungsgericht wissen wir, dass sowohl der Verzicht auf die Anhörung als auch die materielle Begründung der Stilllegung falsch und die Verfügung somit rechtswidrig war. Das steht auch alles, wie Sie wissen, unmissverständlich im Bericht des Untersuchungsausschusses. Da die Vorgabe für die materielle Begründung der Stilllegungsverfügung vom BMU aus Berlin kam, konzentriere ich mich jetzt auf die Zuständigkeit des Landes, das haben Sie ja auch getan, auf den Aspekt der formellen Rechtswidrigkeit durch die unterlassene Anhörung aufgrund der Entscheidung der Umweltministerin. Wie wir aus den Ermittlungen des UNA aber wissen,
und ebenfalls im Bericht nachlesen konnten, wurde die Frage der Anhörung damals lang und intensiv diskutiert. Im Ergebnis wurde sie so entschieden wie in allen anderen betroffenen Ländern auch, nämlich auf die Anhörung zu verzichten. Dazu wurde sogar noch im Bescheid selbst, es wurde, glaube ich, auch schon erwähnt, eine kurze Begründung eingefügt. Es war also, und das ist doch wichtig an der Stelle, eine begründete Entscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Rechtsauffassungen, von denen am Ende die falsche gewählt wurde. Aber das wissen wir erst seit dem Abschluss der gerichtlichen Nachprüfung. Meine Damen und Herren, als Voraussetzung Ihres Antrags auf Schadensersatz, das ist auch dargestellt worden, muss die SPD jetzt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit plädieren, sage ich mal. Das hat der Kollege Schmidt ja auch deutlich getan, aber leider ohne hinreichende Begründung, lediglich als Unterstellung. Denn aus den im UNA ermittelten Abläufen erschließt es sich nicht. Deshalb frage ich, wie die SPD hier auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit kommt. Das müssen Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, doch noch erklären. Weil ich habe den Eindruck, Sie verwechseln hier den Inhalt der Entscheidung, der später vom Gericht als falsch beurteilt wurde, mit der Vorbereitung der Entscheidung, die ja keineswegs davon gekennzeichnet war, dass naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden. Die Frage des Verzichts auf die Anhörung wurde jedenfalls diskutiert, und es wurde abgewogen, am Ende eine Entscheidung getroffen, genau wie sie auch in allen anderen Bundesländern getroffen wurde. Meine Damen und Herren, das, was daran Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit sein soll, müssten Sie noch erläutern. Der UNA konnte dies jedenfalls nicht feststellen. Und auch in Ihrem Antrag fehlt die nachvollziehbare Begründung. Und schon deswegen werden wir den Antrag ablehnen. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal festhalten, die Vorgänge in Hessen im März 2011 infolge der Katastrophe von Fukushima sind ganz gewiss kein vorbildhaftes Beispiel hoher Regierungskunst. Aber dies ist und bleibt eine politische Bewertung und kein justiziabler Tatbestand. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Grumbach gemeldet. Frau Präsidentin, lieber Frank Kaufmann, ich habe mich gemeldet, weil ich glaube, eine Aussage kann hier so nicht stehen bleiben. Die Aussage, wenn ich sie richtig verstanden habe, lautete, die SPD soll doch eher gegen die Atomindustrie vorgehen, statt gegen die Ministerin. So, im Kern ist der Sache gegen die Atomindustrie vorgehen mit unserer politischen Geschichte völlig klar. Nur Vorsicht! Nur der Punkt, in einem Rechtsstaat, in dem selbst ein Straftäter Recht auf Verteidigung hat, hat jemand, der von einer Negativentscheidung betroffen ist, Recht darauf, dass die Spielregeln des Rechtsstaats eingehalten werden. Das Gleiche ist mit der Andeutung gefolgt. Natürlich hat die Ministerin politisch entschieden. Aber wenn sie, wenn sozusagen das auch nur andeuten würde, dass politische Entscheidungen rechtsstaatliche Mechanismen aushebeln, wäre das ebenfalls eine ziemliche. Das glaube ich nicht. Ich will das gar nicht unterstellen, aber ich würde bitten, es hier deutlich klarzustellen, weil, um das einmal auf den Punkt zu bringen, Rechtsstaat und Demokratie hängen untrennbar zusammen. Wer den Rechtsstaat einschränkt, schränkt auch die Demokratie ein. Kollege Kaufmann zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Grumbach, zwei kurze Bemerkungen nur. Erstens, ich bin beruhigt, dass ich Ihren Worten am Anfang entnehmen konnte, dass Sie weiterhin zum Atomausstieg und gegen die unverschämten Ansprüche der Atomindustrie stehen. Das finde ich gut. Zweiter Punkt. Wenn innerhalb der vom Rechtsstaat geschaffenen Instrumente, in dem Fall Verwaltungsverfahrensgesetz, auch der Verzicht auf eine Anhörung möglich ist,
dann kann es an der Stelle nicht um diese Frage gehen, die Sie gerade genannt haben. Denn es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Rechtsstaat und Demokratie untrennbar zusammengehören. Vielen Dank. – Als Nächstes hat das Wort Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer gegen VW klagt, darf Ministerin Puttrich nicht aus der Verantwortung nehmen. Das ist der vielleicht nicht ganz selbsterklärende Titel des Antrags der SPD, über den wir hier sprechen. Deswegen noch ein paar Ausführungen, um was es geht. Die damalige Umweltministerin und heutige Europaministerin Puttrich die soll für rund 3 Millionen € Gerichts- und Anwaltskosten zur Rechenschaft gezogen werden, die allein die Formfehler bei der Biblis-Abschaltung im Jahr 2011 bisher gekostet haben. Im Titel nimmt die SPD dabei Bezug auf eine kürzlich angekündigte Klage des Landes Hessen gegen Volkswagen, weil das Land VW-Aktien besaß, die aufgrund der Abgasaffäre im Kurs gefallen waren. Zwei interessante Sachverhalte, auf die ich beide eingehen möchte, weil sie eines verbindet. In beiden Fällen geht es um ein grob fahrlässiges Verhalten von Regierungen. Und das wäre die wohlmeinende Interpretation. Man könnte auch sagen, in beiden Fällen geht es um bewusstes Wegschauen, Vertuschen und organisierte Verantwortungslosigkeit auf Kosten der Steuerzahler. Die Biblis-Stilllegung infolge des sogenannten Atommoratoriums hat bereits einen Untersuchungsausschuss beschäftigt. Das damalige Atommoratorium war ein rechtlich unhaltbares Wahlkampfmanöver der CDU nach Fukushima, weil man den Atomkonzern ja eigentlich das Geschäft gar nicht vermiesen wollte. Man hat ja auch gerade die Laufzeiten verlängert. Wurde kein rechtssicheres Abschaltgesetz ausgearbeitet, sondern ein wackeliges dreimonatiges Abschalten für Sicherheitsüberprüfungen. So sollte nach dem Fukushima-Schock und kurz vor anstehenden Landtagswahlen Aktionismus simuliert werden, ohne aber den Interessen von RWE, E.ON und Co. wirklich zu schaden. Und dieses Vorgehen wurde damals im Kanzleramt abgesprochen mit den Ministerpräsidenten. Es wurde vereinbart, und es wurde in Hessen von der damaligen Umweltministerin umgesetzt. Es gab damals viele kritische Stimmen von Verfassungsrechtlern, aus der Opposition, ja sogar von den Experten aus den eigenen Ministerien. Es gab kritische Stimmen, dass ein solches Vorgehen Tür und Tor für Klagen öffnet. Aber alle diese Warnungen wurden ignoriert mit dem erwartbaren Ergebnis, dass RWE gegen die Stilllegung von Biblis geklagt hat, und zwar mit Erfolg. Mittlerweile hat das die Steuerzahler 3 Millionen € gekostet, und über die Schadensersatzansprüche wurde ja noch überhaupt nicht entschieden. 235 Millionen € will RWE vom Land. Das ist zweifelsohne eine Frechheit angesichts der Tatsache, dass sich die Atomkonzerne über Jahrzehnte hinweg auf Kosten der Bevölkerung bereichert haben. Aber es ist eine Frechheit, zu der die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung und die schwarz-gelbe Landesregierung diese Konzerne eingeladen haben, indem sie einen nicht rechtssicheren Weg beschritten haben, meine Damen und Herren. Es war eben nicht einfach nur ein Formfehler. Man hat den Schaden offenbar ganz bewusst in Kauf genommen. Und da muss man schon sagen, nach normalen Maßstäben würde eine Ministerin nach einem solchen Desaster zurücktreten, Frau Ministerin. Aber Frau Puttrich sitzt nach wie vor auf der Regierungsbank. Und da muss man schon einmal über Verhältnismäßigkeiten reden. Während jeder kleine Verein Probleme bekommt, wenn eine Abrechnung nicht stimmt, während Erwerbslose bei der kleinsten falschen Angabe mit Sanktionen gedroht werden, nimmt sich die CDU bei sich selbst nimmt die CDU das mit Law and Order halt nicht so ganz genau, wenn es um sich und ihre Buddies geht. Da ist Law and Order offensichtlich nicht ganz so wichtig, wie wenn es um andere geht. Herr Klee, so ist es doch. Ob Schwarzgeld, ob Vetternwirtschaft, ob Schäden in Millionenhöhe, da ist Ihr Motto legal, illegal, grad egal. Das ist doch Ihr Motto, wenn es um Sie selber geht. Und dafür, dass der Kampf gegen die Atomindustrie mal ein grünes Herzensthema war, unterwerfen sich die GRÜNEN auch bei diesem Thema auffallend leise der Koalitionsdisziplin. Auch das sei einmal angemerkt. Meine Damen und Herren, da die SPD in ihrer Überschrift zum Antrag die VW-Klage des Landes
Hessens erwähnt, will ich auch dazu ein paar Worte verlieren. Das Land Hessen hat ja kürzlich angekündigt, wie andere Länder auch, gegen den Volkswagen-Konzern klagen zu wollen, weil der Aktienkurs durch den sogenannten Abgasskandal drastisch gesunken ist und das Land Hessen dadurch rund 4 Millionen € Schaden entstanden sind, weil das Land Pensionsrücklagen für seine Beamten in einem Fonds unter anderem mit VW-Aktien angelegt hat. Es ist das Recht der Landesregierung, VW zu verklagen, aber es ist auch ein bisschen skurril. Eigentlich müsste man ja das Bundesverkehrsministerium gleich mitverklagen, denn das sogenannte Dieselgate ist ja eigentlich kein VW-Skandal, sondern er ist auch ein politischer Skandal, wenn die Aufsichtsbehörden jahrelang bewusst weggeschaut haben und die Manipulationen damit gedeckt haben. Gutachter haben genau diesen Vorwurf auch gegenüber das Untersuchungsausschuss des Bundestags bekräftigt, die Bundesregierung und insbesondere das CSU-geführte Verkehrsministerium und das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt hätten nicht nur seit Jahren von den Manipulationen gewusst und nichts übernommen, sondern sie seien auch, oh Wunder, eng mit der Automobilindustrie verwoben. Und immer wieder kommt die Autoindustrie mit lächerlichen Testverfahren, laxen Grenzwerten und fragwürdigen Argumenten davon. Die Umwelt und die Interessen der Kunden werden systematisch den Interessen von Konzernen nachgeordnet. Und man muss ja sagen, ginge es nach den deutschen Behörden, wüsste die Öffentlichkeit noch heute nichts von diesem Betrug. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob VW wirklich das einzige Unternehmen war oder wo deutsche Behörden noch überall sonst weggeschaut werden. Und deshalb der richtige und zukunftsfähige Weg für den Erhalt der Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie wäre, die deutsche Automobilindustrie zu regulieren, zu überwachen, sodass sie gezwungen ist, zukunftsfähige Produkte zu entwickeln und die Interessen der Natur und der Gesellschaft zu berücksichtigen, meine Damen und Herren. Nun hat das Land 4 Millionen € verloren, weil es Pensionsrücklagen in Aktien angelegt haben. Auch dazu ein paar grundsätzlich kritische Worte. Natürlich ist es riskant, Altersvorsorge in Aktien anzulegen, weil ein Unternehmen eben schnell den Anschluss an die Zukunft und damit auch an Wert verlieren kann. Es ist für die private Altersvorsorge jedes Einzelnen riskant und für den Staat auch, weil man damit rechnen muss, dass man Geld verliert. Das Problem liegt in der Logik der kapitalgedeckten Altersvorsorge. In den Pensionsfonds sammelt sich weltweit viel Kapital an, das gerade bei den herrschenden Niedrigzinsen kaum noch sinnvolle Anlageformen findet. Ständig neue Blasen und Finanzkrisen werden zwangsläufig die Folge sein. Deswegen ist die Altersvorsorge der Menschen zu wichtig, um sie den Schwankungen der Finanzmärkte auszusetzen. Wir brauchen eine starke, umlagefinanzierte gesetzliche Rente, die auch Beamte und Selbstständige mit einbezieht. Bei einem umlagefinanzierten System gäbe es eine ganze Menge Probleme und Risiken erst gar nicht. Meine Damen und Herren, was verbindet also die Themen Versagen bei der Biblis-Abschaltung und Versagen im Umgang mit der Automobilindustrie? Die Interessen der Atomkonzerne sorgten für das rechtlich unhaltbare Moratorium nach Fukushima. Und die lasche Politik für die Interessen der Autoindustrie sorgte letztlich für die sogenannte VW-Krise. Ja, das kommt davon, wenn man den Interessen und den kurzfristigen Gewinnstreben von Konzernen alles andere unterordnet. Und dass das dann auch immer mal ein paar Millionen € Steuergeld kostet, ist dabei offenbar kein Versehen, sondern ein kalkuliertes Risiko. Meine Damen und Herren, wenn die SPD nun fordert, dass die damalige Umweltministerin für den entstandenen Schaden bei der Biblis-Stilllegung haftbar gemacht werden muss, ist das in der Tat ein interessanter Gedanke. Die eine oder andere Million geht ja in CDU-geführten Ministerien immer mal verloren. Ich denke an das Millionengrab der sogenannten Elite-Uni-Apps, nicht wahr, Herr Arnold? Ich denke an den Rechtsstreit mit zwangspensionierten und aus dem Dienst entfernten Steuerfahndern, an ein Schloss in Erbach, an rechtswidrige Personalbesetzung bei der Polizei, weil Parteifreunde versorgt werden sollten. Also, ich sage mal so, wenn jeder CDU-Minister für seine teuren Fehler persönlich haften müsste, dann wäre manch einer hier im Raum längst ruiniert, allen voran der Ministerpräsident, der wäre ein armer Mann, meine Damen und Herren. Und dass die CDU zu diesem Thema hier ausgerechnet Herrn Arnold reden lässt, gegen den die Staatsanwaltschaft Frankfurt gerade ermittelt, wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Betrugs zum Nachteil des Landes Hessen, das ist wirklich ein schlechter Witz, meine Damen und Herren. Also, wenn das der Entlastungszeuge für Frau Puttrich ist, dann sieht es wirklich schlecht aus. Meine Damen und Herren, es ist nicht einfach das Versagen Einzelner.
Dieses Versagen hat System, und das hatte auch einmal einen Namen, das nennt sich nämlich System Koch. Ich möchte aus der Frankfurter Rundschau zitieren, die damals nach dem Rückgriff von Roland Koch dieses System Koch so beschrieben hat. Ich zitiere. Roland Koch hat in Hessen ein System der Klickenwirtschaft und der Hinterzimmerklüngel installiert, in dem Gefolgschaft und Machtabsicherung im Zweifel stets vor demokratischen Prinzipien stehen. Egal bei welchem Skandal der Mann ertappt wird, er tritt nicht zurück. Es gäbe kein Bundesland, an dessen Beispiel sich der Mechanismus der Hinterzimmerklüngel besser beschreiben ließe als Hessen, wie es unter Koch und Bouffier geworden sei. Und wenn es der Sicherung der Mehrheit dient, wird im System Koch auch die Wahrheit geopfert. Anschließend erklärt die CDU Hessen die Meinung der Mehrheit, nämlich ihre, zur Wahrheit. So lässt es sich in den Abschlussberichten der Untersuchungsausschüsse nachlesen, die mit Kochs Parlamentsmehrheit stets zu dem Schluss kamen, dass es in seiner Regierungszeit nie Skandale gegeben hat. Jetzt Zitat Ende. Ich finde, das hat man ja heute wieder sehr eindrucksvoll gehört. Genau das war die Argumentation auch von Herrn Arnold. Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Leider hat sich daran nicht allzu viel geändert, außer dass die GRÜNEN das heute offenbar ziemlich anders sehen und mit diesem System ganz gut leben können. Und deshalb, ja, wir wollen, dass Frau Puttrich die Verantwortung übernimmt für diese Fehler. Aber vor allem wollen wir, dass diese Politik in Hessen aufhört. Vielen Dank.